In Kommern, am Nordrand der Eifel, hat das Rheinische Freilichtmuseum, die zentrale Sammelstelle für Zeugnisse der Volkskultur aus dem Rheinland, seine Heimstatt gefunden. Der Ort mit seinen reichen Beständen an Fachwerkhäusern und manchem lebendig gehaltenen Volksbrauch bietet hierzu den rechten Rahmen. Besonders hervorzuheben ist der Umgang des Erzebärs an Fastnachtsdienstag. Am frühen Nachmittag wird in einem Gehöft am Ortsrand der Bär hergerichtet. Man verwendet hierzu grün getrocknetes Erbsenstroh, auf Platt Erzestrü, von dem die Fastnachtsgestalt ihren Namen hat. Die Darstellung des Erzebärs, die große körperliche Anstrengung erfordert, wird seit einigen Jahren von einem sportlich durchtrainierten jungen Mann übernommen. Früher, als der Brauch noch von schulentlassenen Burschen und Junggesellen ausgeübt wurde, war es in der Regel der Dörbsdoll, dem man diese Rolle zuschob. Hey Junge, sind das so wie? Was? Wie lange du doch noch? Oh, alles klar. So, wir warten, wo wir ankommen, wa? Seit 1960 wird der Bärenumzug von einigen Mitgliedern des Sportvereins durchgeführt, die sich mit einigen Spielleuten vom Musikverein zusammentun. Erbsenstroh, das sonst als Viehfutter dient, eignet sich besonders gut für die Vermummung. Die Ranken halten in den lockeren Bäuschen fest zusammen. Zum Wickeln des Erzebärs braucht man 60 bis 70 Pfund Erbsenstroh, das der Bauer eigens für diesen Zweck aufhebt. Er wird mit einer Flasche Schnaps schadlos gehalten. Die Strohhülle muss so fest gebunden werden, dass sie auf dem langen Weg durch den Ort zusammenhält. So, komm mal. Der steht. Zur Unterstützung der Arme, die in der fülligen Umkleidung nicht gebeugt werden können, gibt man zusammengeballtes Stroh in die Achselhöhle. In der Südeifel kennt man eine ähnliche Fastnachtsgestalt, die als Strohbär bezeichnet wird. Die Vermummung besteht hier aus Roggenlangstroh, das man zu festen Strängen dreht. Mit ihnen werden Gliedmaßen und Leib eingewickelt. Wenn es früher in Kommern einmal an Erbsenstroh mangelte, hat man auch hier Getreidestroh genommen. Es wurde jedoch wie die trockenen Erbsenranken in Wirrbäuschen gebunden. Zum Schutz der Haut trägt der Bärendarsteller eng anliegende Kleidung aus festem Stoff. Kopf und Haare werden mit einer Kapuze bedeckt, sodass nur das Gesicht frei bleibt. Mit dem Strohbündel, das über den Kopf gestülpt wird, erreicht der Bär eine Größe von etwa 2 Metern. So, ist schon in Ordnung, oder? Hola. Vielleicht nicht mit Schramm, aber noch Bauch. So ist jo. So noch drüber. Ja, komm noch. Das ist jo. Mann, ja, die Bänder hast du in der Zeit. Ja, mal rob. Aber Moment, ich muss das hier noch. Schon hat die noch ein bisschen. Ah, oh, Mann, ist doch gut. Jo. Jo. Komm wieder zur Lippkau. Mensch. Ich noch ein bisschen Waffen, Mann. Mann, wir gehen neu auf der Welt. Gegen 14 Uhr, kurz bevor der Umzug beginnt, treffen auch die Musikanten ein. Es sind seit einigen Jahren immer die gleichen Spielleute, die sich beteiligen. Alles klar, Junge.
Zum Schluss wird der Erzebär mit bunten Bändern geschmückt. Um die Vermummung bei Bedarf unterwegs ausflicken zu können, hält man in einem Korb das restliche Stroh bereit. Zur Ausrüstung gehört außerdem ein Feuerlöschgerät, mit dem man sich vor unliebsamen Überraschungen schützen kann. Vor dem Aufbruch wird der Bär an die Kette gelegt. Mit seiner plumpen Gestalt wirkt er wie ein Ungetüm. Der Bärenführer, der einen mit bunten Flicken besetzten Gehrock überzieht, ist mit der sogenannten Teufelsgeige ausgestattet. Durch das Aufstoßen der blechbehängten Stange wird der Takt angegeben, nachdem sich der Bär bewegt. Zum engeren Kreis der Fasnachtsgruppe gehört auch der Bärentreiber, der die Peitsche schwingt. Außer den Mitgliedern des Sportvereins und den Musikanten gibt es viele Mitläufer, die den kleinen Zug begleiten. Im Ort wartet man schon auf das Erscheinen des Erzebärs, der die Fasnachts- oder Karnevalszeit beschließt. Der Weg der Bärengruppe ist etwa der gleiche, den am Vortag der Rosenmontagszug genommen hat. Diese größere Veranstaltung wird seit Jahren von der Kommender Karnevalsgesellschaft getragen, die mit der Prinzenproklamation, Kostümfesten, Büttensitzungen, dem Möhnenball und der Schlüsselübernahme das übliche karnevalistische Treiben entfaltet. Der Bärenumgang, der sich daneben halten konnte, geht auf eine ältere Tradition zurück. Er gehört zu den fastnachtlichen Heischegängen, bei denen Gaben gesammelt wurden. Es wird berichtet, dass sich vor und nach dem Ersten Weltkrieg hier in Kommern hauptsächlich die Burschen aus den ärmeren Häusern beteiligten. Während es früher mehr um Eier, Speck und Würste ging, ist man nun auf Geldspenden aus. Dabei bittet man um eine milde Gabe für den Erzebär. Wo reichlich gegeben wird, lässt man den Bären zu einem Ständchen tanzen. Währenddessen wird vor den Türen und Fenstern abkassiert. Damit sich der Gang durch den Ort nicht zu lange hinzieht, ist der Aufenthalt beim Bärentanz kurz bemessen. Bärenführer und Bärentreiber drängen bald zum Aufbruch. Der Korb mit dem Ersatzstroh und dem Feuerlöscher wird vorausgetragen. Der Weg führt nun hinab in das alte Dorfzentrum. An den Gastwirtschaften wird dem Bärengefolge meist ein Umtrunk gereicht. Hier hat man sich auf die Ankunft des Zuges vorbereitet. Die Begegnung des Karnevalsrepräsentanten mit der urtümlichen Fasnachtsgestalt gehört in Kommern zu den besonderen Attraktionen. Der Erzebär huldigt dem Prinzen mit seinem Bärentanz. Der Karnevalsprinz bedankt sich für die Ehrung durch einen Trunk auf das Wohl der Fasnachtsgestalt. Hier.
Um in seiner Strohhülle nicht übermäßig schwitzen zu müssen, nimmt der Bärendarsteller nur einen kleinen Schluck Bier. Während des kleinen Gelages auf der Straße hält er Rast vor der Hauswand, an die er sich anlehnen kann. Die Stärkung, die man ihm reicht, muss in kleinen Happen zum Mund geführt werden. Nach dem Ständchen, mit dem man sich für die reiche Bewirtung bedankt, setzt der Zug seinen Weg fort. Die nächste Station ist eine Metzgerei, wo die Frau mit Würsten aufwartet. Um die Wegzehrung entgegenzunehmen, wird auch hier Halt gemacht. Hier bietet sich Gelegenheit, mit der Spenderin einen Tanz aufzuführen, den der Bärentreiber absolviert. Die Verkehrsstauung in der engen Dorfstraße wird von den Sammlern genutzt, um auch die Autofahrer zur Kasse zu bitten. Die älteren Kommerner Bürger wissen zu berichten, dass der Erzebär früher ohne Musikbegleitung durch den Ort geführt wurde. Mit Blechdeckeln und alten Töpfen, die man aneinander schlug, wurde Radau gemacht, um die Anwohner an die Fenster zu locken. Während der Bär von den Treibern angestachelt seinen Tanz zeigte, sangen die Burschen vor den Türen ihr Heischelied. Hu fastelovend, fastelovend kütteran. Äppelche, Bierche, Nüsse, das ist jetzt für das Schnüsse. Die Gaben wurden in einem Korb mitgeführt und die Kostümierung war sehr spärlich. Man drapierte sich meist als Zigeuner mit einem alten Rock und einem bunten Halstuch. Was an Essbarem zusammenkam, wurde in der Gaststätte gemeinsam verzehrt. Für das gesammelte Geld konnte man sich Schnaps leisten. Du bist doch!
Die Bezeichnung Erzebär als Spottname für einen klobigen, tollpatschigen Menschen oder als Name für den Kinderschreck ist sowohl für den Niederrhein als auch für den niederbergischen Raum vielfach belegt. Demnach muss der Brauch früher eine weite Verbreitung gehabt haben. In einem Haus hat man Waffeln als Fastnachtsgebäck vorbereitet. Sie werden vor der Türe auf einem weißgedeckten Tisch mit Kaffee serviert. Für den Erzebär bedeutet der Aufenthalt eine willkommene Rast. Der Umgang durch den Ort führt auch durch die neuere Siedlung am Hang, die man über eine Querstraße erreicht. Sobald man sich den ersten Einfamilienhäusern nähert, nehmen die Musikanten ihr Spiel wieder auf. Empfang und Bewirtung sind hier ebenso herzlich wie im alten Ortskern. Bei manchen Häusern gewinnt man den Eindruck, dass die Bewohner über den Besuch der Bärengruppe besonders erfreut sind. Es gilt als Höhepunkt des Auftritts, wenn der Erzebär mit der Frau des Hauses tanzt. Man zeigt sich erkenntlich, indem man besonders reichlich ausschenkt. Der Umzug durch den Ort dauert etwa 3 Stunden. Dabei bleibt nicht viel Zeit zum Verweilen. Stimmung und Ausgelassenheit steigern sich gegen Ende immer mehr. Wer das Bärengefolge nicht selber erwartet, schickt die Kinder mit einer Geldspende. Auch von den Neubürgern schließt sich kaum jemand aus. Es gibt viele, die jedes Jahr mit der Forderung kommen, der Umzug solle seinen Weg auch durch die abgelegenen Straßen nehmen. Obwohl sich die Einnahmen sicherlich erhöhen würden, kann man dem Bärendarsteller keine längere Wegstrecke zumuten. Kurz vor Ende des Umgangs wird noch einmal an einer Gaststätte Halt gemacht. Hier gibt es den letzten Umtrunk. Bei dem Gastwirt, der sich persönlich um die Versorgung der Zugteilnehmer kümmert, bedankt man sich mit dem Karnevalsruf. Wenn wir hier vorbeikommen, dann bleibt kein Auge offen. Wir haben das, was wir brauchen, etwas zu saufen. Und darum, lieben Freunde, ein Dreimal sollen uns kommen. Dem Erzebär gönnt man eine Verschnaufpause an der Gartenböschung. Da er sich nicht setzen kann, wird er von den Begleitern behutsam umgelegt. Die Anstrengung beim Umgang ist so groß, dass er jedes Mal mehrere Pfund an Gewicht verliert.
Wenn der Zug aufbricht, muss der Strohbär wieder auf seine Beine gestellt werden. In der dichten Umhüllung gerät der Darsteller so sehr ins Schwitzen, dass sämtliche Kleidungsstücke durchnässt sind. Wenn der Sammelertrag geteilt wird, bekommt er für seinen besonderen Einsatz doppelt so viel wie die übrigen Teilnehmer. Das letzte Wegstück führt in das Ortszentrum zurück. Der Umgang endet auf dem Dorfplatz am Bach. Während die Musik aufspielt, führt der Treiber zur Belustigung der Umstehenden einen Tanz mit dem Erzebär auf, der sich wie ein Umherjagen ausnimmt. Vielleicht spielt dabei die früher oft gehörte Meinung eine Rolle, dass die Bärengestalt den Winter verkörpere, der aus dem Dorf verjagt werden müsse. Hallo? Ja, mal rum, ich bin nix über. Weißt du, dass die noch ein bisschen aufsieht? So. Geht das jetzt? Ja, gut, drin. Ach, schon die Nase, das war immer. Jetzt endlich kann der Bärendarsteller aus seiner Strohhülle befreit werden. Auch das Verbrennen des Strohs wurde vielfach als Winteraustreibung gedeutet. Wenn der Platz von den Resten des Feuers gesäubert ist, formieren sich die Teilnehmer des Bärenumzuges zur Einkehr in die Gaststätte. Thank you.
In der Wirtsstube sind bereits zahlreiche Gäste versammelt, die die Abschlussfeier miterleben wollen. Der Bärendarsteller, der zum Waschen und Kleiderwechseln nach Hause gegangen ist, wird später hinzukommen. Sprache bringt zum Ausdruck, welche Bedeutung man in Kommern dem Erzebärbrauch beimisst. Während die Spielleute für Stimmung sorgen, wird von den Bärentreibern das Sammelergebnis festgestellt. In den letzten Jahren waren es stets mehrere hundert Mark, die verteilt werden konnten. Mit dem Geld bestreitet man die Kosten für das letzte Karnevalsvergnügen, dem man sich bis zum Aschermittwochmorgen hingibt. Die allgemeine Fröhlichkeit findet einen Höhepunkt, wenn der Karnevalsprinz mit seinem Hofstaat hinzukommt. Nachdem der Umgang des Erzebärs vorbei ist, kommen die üblichen karnevalistischen Formen zu ihrem Recht, die auch hier als Ausdruck des unbeschwerten Frohsinns gelten. Die urtümliche Fasnachtsgestalt hat sich zwanglos in den ganz anderen Brauchtumszusammenhang eingefügt. Es kann sein, dass damit hier in Kommern aus fast schon vergessener Überlieferung eine neue Tradition erwuchs.